Es ist 7:30 an diesem Dienstag, an dem Christoph Wöss was in den Nachrichten hat, was uns wirklich alle betrifft. Mhm. Und man kann sagen, Christoph, das Motto ist reparieren statt wegschmeißen. Ja, so kann man es auf den Punkt bringen. Reparieren statt wegschmeißen trägt zum Beispiel dazu bei, dass wir weniger Müll produzieren und billiger ist es natürlich auch. Das Europaparlament in Straßburg stimmt heute Mittag über ein Gesetz ab, das die Hersteller stärker in die Pflicht nimmt. Die müssen dafür sorgen, dass wir das defekte Handy oder den kaputten Kühlschrank nicht gleich wegschmeißen, sondern ihn reparieren lassen können. Welche Rechte wir nun ganz konkret gegenüber dem Hersteller bekommen, das klären wir in 10 Minuten hier auf Bayern 1. Die weiteren Themen: Geisterstädte statt belebter Fußgängerzonen, befürchtet der Deutsche Handelsverband wegen der Konsumflaute und der zunehmenden Insolvenzen. Gefordert wird ein Innenstadtgipfel im Kanzleramt. Geisterstädte, erklärt der Verband, schaden nicht nur der Wirtschaft, sondern auch dem Lebens- und Heimatgefühl der Menschen. Und Waschbären sind ja auch bei uns immer häufiger. Und weil sie so neugierig sind, kommen sie immer wieder mit der Zivilisation in Konflikt. In Berlin ist am Wochenende ein Waschbär in einen Kamin geraten und stecken geblieben. Gestern Abend nun ist es einer Tierärztin gelungen, den Waschbären zu betäuben und rauszuziehen. Die Feuerwehr sagt jetzt: Anwohnerin glücklich, Waschbär glücklich, Feuerwehr glücklich. Passt zu meinem Waschbären-Look heute Morgen. Was, wieso? Augenringe, Waschbärbauch und deine Waschbärmeldung. Aha, ja gut, ich mache mal weiter mit den Nachrichten aus unseren Regionalstudios von den schlanken Kollegen in ganz Bayern. Es ist 7.31 Uhr. Hier ist Bayern 1. Die Nachrichten aus Oberbayern. Garantiert waschbärenfrei mit Annette Kugler. Die Auszubildenden starten heute in ihre schriftlichen Abschlussprüfungen. Rund 10.000 sind es allein bei der Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern, die in über 8000 Betrieben ihre Ausbildungen absolviert haben. Los geht's heute mit dem kaufmännischen Bereich, also mit den Einzelhandels-, Bank- und Industriekaufleuten. Im Mai sind dann die technischen Berufe dran. In Igling im Landkreis Landsberg wird heute ein großes Rückhaltebecken eingeweiht, das die Anliegergemeinden vor Hochwasser an der Singold schützen soll. Profitieren werden davon vor allem Gemeinden in den schwäbischen Nachbarlandkreisen. Bis zu 5 Meter hohe Dämme fassen das Rückhaltebecken in Igling ein. Darin haben bis zu 850.000 Kubikmeter Wasser Platz. Über ein Auslassbauwerk an der Singold kann es kontrolliert geflutet werden. Um die Eingriffe in Landschaft und Natur auszugleichen, wurden Waldbereiche aufgeforstet, ein Altwasserarm der Singold erhalten und entlang ihres Ufers Stecklinge zur Entwicklung eines Gehölzsaumes gesetzt. Die konkreten Planungen für das Hochwasserrückhaltebecken mit Kosten von rund 7 Millionen Euro hatten bereits im Jahr 2002 begonnen. Verschiedene Klagen der Gemeinde Igling, die selbst gar nicht vom Hochwasserschutz profitiert, hatten den Baubeginn immer wieder verzögert. Aus Igling, Florian Regensburger, Bayern 1. Er soll sich als Hellseher ausgegeben haben und eine Frau so um 1,6 Millionen Euro gebracht haben. Ab heute muss sich ein 47-Jähriger dafür am Landgericht München verantworten. Mit angeklagt ist seine Ehefrau. Das Paar soll sein Opfer, eine wohlhabende Frau, über Jahre ausgebeutet haben. Laut Staatsanwaltschaft, indem sie mit angeblich drohendem Unglück den Aberglauben der Frau ausnutzten. Kompakt und zuverlässig das Wetter in Oberbayern. Momentan schneit's in Ottobrunn bei München zum Beispiel oder auch in Schongau. Und auch wenn heute immer wieder Regen und Schnee auch runterkommen können, der Tag wird vor allem stark bewölkt. Es bleibt bei 4 bis 8 Grad maximal, heute und auch morgen. Da lässt sich zwischen den Wolken auch mal die Sonne blicken, aber auch Regen, Graupel und Schneeschauer sind weiter mit dabei. Ihr Wetter und alles, was in Oberbayern passiert. Die regionalen Nachrichten um 5:30. Nur auf Bayern 1. Sieben Uhr 34 mit einem Stau startet der Verkehrsservice. Dominik Einzel. Schönen guten Morgen. Ja, das ist ein Unfall der Grund. Auf der A9 Nürnberg Richtung München im Berufsverkehr staut sich zwischen dem Kreuz Neufahren und Frankfurter Ring und es dauert 18 Minuten länger. 24 Minuten plus wegen Fahrbahnarbeiten auf der A94 Passau Richtung München zwischen Paarstetten und dem Kreuz München Ost und B304 Wasserburg am Inn Richtung München. 20 Minuten dauert es länger zwischen Zorneding Ost und H. Ich wünsche Ihnen gute Fahrt mit uns. Aufstehen. Guten Morgen mit Markus Fahn. So, Dominik weiß es noch nicht, aber wir ziehen uns hier gleich unsere knappen roten Badehösle an. Oh, warum, hören Sie in einer Viertelstunde in den Super Bayern. Es geht um eine Kultserie. Vielleicht wissen Sie es ja schon. Die tägliche Comedy um kurz vor 8. Und bis dahin, Stan Ridgway. Phil Collins ist dabei. Fünf Minuten Klassiker aus den 90ern. I wish it would rain down.
läuft gleich nach Desireless und Voyage, Voyage. Mehr Abwechslung. Bayern 1 gehört ins Leben.